Hier kommen wir zum nächsten Werkzeug, das ist die Farbpipette. Wenn ich die hier auswähle, dann habe ich hier auch eine entsprechende Pipette. Wenn ich hier irgendwo im Bild draufklicke, dann habe ich da auch die entsprechende Farbe ausgewählt. Ich kann auch diese Abtastgröße ändern. Das heißt, hier wird halt ein größerer Bereich dann bestimmt. Ist es bräunlich, hier ist etwas dunkler. Und je kleiner oder wenn ich das Ganze ausschalte, dann ist es halt wirklich dieser eine Pixel, den ich dann entsprechend treffe. Mit dieser Farbauswahl lässt sich dann entsprechend eine andere Größe dann entsprechend hier zum Beispiel drüber malen. Allerdings nur in dieser einen Farbe. Man sieht hier also, ist hier schon ein deutlicher Unterschied vorhanden.